Ja, ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu Wolfenstein 2, The New Colossus. Wir sind gefangen genommen worden. Your hero, William Joseph Blaskowitz. Von Frau fucking Engel. Sieh dir noch den Krüppel! Was Krüppel? Ich krüppel dir gleich eine. Let me tell you, you're not. Doch. Only the degenerate rats of the slum admire you. The filthy dregs. Festering in the ghetto. But once they see you, this will change. I shall put you on international television. Look, everybody. What is so lustig? How a hero looks like. A crippled wretch of a man. Ja und? Everyone will see what a useless joke you are. Los, lass! Oh. Aua. Ah, oh, danke schön. Oh. Zieh sie am Kragen hoch. Ich finde gerade der zweite Teil. Don't be silly. The resistance does not bow. Au! Ich finde gerade im zweiten Teil ist das Writing sehr Tarantino-esk. Sigun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons! Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk mich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Alter! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Oh. Ein Tagebuch. Mit Perversion. Und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du. Einige davon waren sogar auf Englisch. Seite für Seite ergießt sich dein widerwärtiger Geist. Und du aufgehst wie eine dicke, fette Seekuh. Verstehst du nicht, in was für eine Lage du mich bringst? Ich bin verpflichtet, das zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Leader of the Chrysler Circle. The criminal mastermind. Never give up, Blaskowitz. Never give in to these people. I think not. I think you're just another Oh no. The fuck. Übermacht den Meister. Mit einem Schlag, Junge. How strange. Alter. One moment she was and now she's gone. Alter. Were these eyes ever filled with a lover's gaze? Do you think? Kiss, kiss, kiss. Hm? Mock travel. Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, ha? Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Alter. Und nun zu dir. Los. Also another friend of yours, yes? Stop! No more of this! Mutter, bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein!
Alter. Captain, put this on. Okay. Alter, was hier abgeht, Junge. Deinem Ohr passiert. What? Hey, I'm no cold-blooded killer like your mom. Thank you for this. I can help you. I can give you information. Military secrets. I can tell you how to release your U-boat. Und also there are escape pods over there. I know the codes to open them. Hey, back up. How do we release the U-boat? The door's there. Leads to the controller bay with the electromagnetic tractor arms. We activate them from there, and that will release your bolt. Wait, you can get this door open? Yes. Cap, come on, go in there, find the controller bay, and release our U-boat. What is with you? I'll stay here and defend the escape pods. Hurry back, and we'll get out of here together. Na gut. Die Ausmerze. I'm sorry about your friend. Power Armor. Okay. But I just saw that. Please. Ja, Stampfattacke. Okay. Stampfattacke! Super Mario! Keep your shit together, Wyatt. Need you to step up now. Lot of things you can do with a hatchet. And a Nazi. Oh yeah. Um die ganze Thematik vom ersten Teil nochmal fortzusetzen. Auch 1961 sind Nazis scheiße. Und auch 2019 gilt das weiterhin. Before you go upstairs, please watch over our people while I get this done. Also 50 ist unser Max Life, das ist nicht sonderlich viel. Und wieder mal Commanders. Kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Like they taught us back in boot camp. Take out the commanders first. Kommandant! Hallo! Alter. Kommandant Mannheimer! Enigma Codes. Nazi Commanders carry valuable Enigma Code documents. Collected Enigma Code documents will reveal top secret and valuable information. Within the area controlled by the looted commander, collected codes can be decrypted within when an Enigma code machine becomes accessible. Nee. Oh, plus 1 Handgranate. Oh, oh. Shit. Wir haben noch keinen Schalldämpfer, ne? Trotzdem keine Verstärkung. Dann können wir jetzt endlich mal fighten, während wir uns auch bewegen können.
Oh. Odin. Automated security system. So. Hold to inspect. Aha. Irgendein Tape. Kommt zu den... Was? MGT-Schützen? Oder so? Kommt zu den heroischen Jagdfliegern. Okay. Ja, okay. Noch mehr zu lesen. Traktor Arms. Wie sie das gesagt hat, Alter. The Traktor Arms. Irgendwie habe ich das Gefühl stellenweise, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe das Gefühl, die Framerate ist nicht so buttery smooth. Oder ist es das Movement, das sich anders anfühlt? Ich habe ja tatsächlich vorhin erst noch den ersten Teil gespielt, um Folge 10 und 14 nochmal aufzunehmen, die ja leider in der Originalaufnahme kaputt gegangen sind. Was ist das? Oh, Granaten. Fühlt sich auf jeden Fall schon ganz zacken anders an. Und es sieht so viel besser aus, aber das seht ihr ja bestimmt auch. Wäre schlimm, wenn nicht. Kann man die Türen aufmachen? Okay. Hier soll eine Granate werfen, ne? Got myself a new exit. Explosion in der Hangarbucht. Sicherheitspersonal im Bereich unverzüglich untersuchen. Wiederhole. Explosion in der Hangarbucht. Sicherheitspersonal im Bereich unverzüglich Sturmgewehr. Sehr gut. Oh, das schießt sich aber mal ganz anders. Oh, fuck! Au, 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 au! Ein Schuss für Sturmgewehr. Nicht gut. Fucking Commander. Na dann. Lassen wir Evas Hammer frei. Vielleicht solltet ihr reingehen ins U-Boot? So? Nur so eine Idee. Wie komme ich da jetzt wieder runter? Am besten einfach springen, ne? Ach nee.
Wir haben ja die Escape Ports. Die Wyatt gerade bewachen. Turn them off the side, Mr. Bobatkis! Hold this! Oh, Max! Into this, back and forth! Max, hold! You did it! Okay, come on! We have to submerge quickly! Success, Mr. Blazkowicz! Ob das gut ist, alles? Für die schwangere Anya? Wow. Geh weg. Yo. Lasergewehr. Okay. Yo. Das sieht auch immer noch so fancy aus, ey. Einmal aufladen. Wir werden einfach desintegriert, die Typen. Oh, Akku leer. Ging noch. So, ich habe dieses Spiel auch schon mal durchgezockt. Ich habe aber, bevor ich das hier gestartet habe, habe ich vorher alle meine Speicherdaten gelöscht. Damit wir hier quasi von Null anfangen. Nochmal wegen der DLCs. Ja, ich habe sie alle. Ich habe den ersten, glaube ich, durchgespielt und den zweiten angefangen. Das sind drei Stück. Fand ich insgesamt nicht so gut. Aber wenn ihr sie sehen wollt, können wir die gerne spielen. Also wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt. Oh Gott. Natürlich hast du es nicht gehört, ne? Alter. Ich find's immer sehr beachtlich, wie leise die Leute sich theoretisch töten lassen. Weil, also, wenn mir das passiert wäre, was ihm gerade passiert ist, hätte ich natürlich laut angefangen zu schreien, als die Axt mich das erste Mal getroffen hat. Aber gut. Wenn er meint, er bleibt leise... Ja, die Axt ist hier 1:1 der Ersatz fürs Messer aus dem ersten Teil. Aber die Axt ist so viel cooler. Oh, oh. Den Stealth killen wir am besten gleich. Hat jemand... Warte, stehen bleiben. Oh, fuck. Der Commander hat uns gesehen. Oh fuck! Wow! An seine Seite! Tschüss! Nee, ich hab eine Granate geworfen.
Ja, es ist nur einer. Es ist nur einer. Du hattest mal Arme. Oh yeah. Dann machen wir Folgendes. Aber man kann auch das hier tun. Ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole. Man kann auch einfach sterben, so wie ich gerade. Oder auch nicht. Das ging gerade mal noch so gut. Kann man nicht aufmachen, okay. Dann einmal zurück. Na dann. Hey, we have to go. Ich stehe doch hier. Hold on. Oh Mann. Die arme Caroline. Ich habe übrigens im ersten Teil... Keine Ahnung, woher die sich kennen. United States of America. To free the U.S. and use it as a platform to liberate the rest of the world. And this is what we are going to do for Caroline. And what about this one? Can we trust her? Hallo. Hallo. Give her a chance, I guess. She saved my life. She saved Captain Blazkowicz, too. Now, Caroline had established radio contact with an American resistance group in New York City. Now, we need to do you allow blacks on board? Oh my God. How did that man get in here? No. Everyone is allowed on this boat. Except Nazis. And bona fide what again? There you go, Mr. That's right. And our first priority is to set course for New York. And... Vips charge us! Oh, fuck. On your sonar station! I hear surface breaches! Multiple surface breaches! It's Frau Engel! How in the world is she tracking this? Someone inside your U-boat is transmitting your position. What did you say? The Ausmerzer has been receiving messages from someone in your boat. That's how we found you. That's impossible. Section F. No way. There it is, Section F. But there is no Section F.
the maps are not accurate. We've looked and there's no door there. What if there is? What if someone is hiding in there transmitting that signal, huh? Cap, you assemble a team and investigate. I'll show you the way. Must be here. Move this locker. Astonishing. What do you see? It's welded shut from the other side. Hikale! Take this! Das Laserkraftwerk? Wyatt came up with a basic concept. The design is not ayayay, it's experimental, but it will be very useful. Does this end kill Nazis? Oh, enthusiastically so. And I'm sure it will. I will open this when you are done, big man. Big man. Okay, Dieselkraftwerk. Okay, die können wir hochjagen. William, you have to find the transmitter and shut it down, or the depth charges will rupture our hull. Exploden lassen. Okay. Einmal aufsprengen, dann können wir das hier auffüllen. Okay. Das ist das Dieselkraftwerk. Gut. Dann gehen wir da morgen rein, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo. Kritik gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns gerne morgen wieder mit mehr Wolfenstein 2, The New Colossus. Bis morgen. Ciao, ciao.